Ja, hallo und herzlich willkommen. Heute spielen wir den Ziegensimulator, denn den habe ich mir vor kurzem mal gegönnt, um einfach mal zu schauen, ja, was das für ein Spiel ist, was die Community unbedingt gefordert hat. Natürlich wusste ich, auf was ich mich einlasse, dass das ein total, ja, beklopptes Spiel mit einer Ziege wird. Ich meine allein schon, wie geil die Ziege aussieht, ja. So ein bisschen debil auch. Nun gut, schauen wir mal, was wir hier so reißen können. Ich habe schon ein bisschen gespielt, also ich habe mich zumindest schon mal mit der Mechanik des Spiels auseinandergesetzt. Ah, gut, okay, vielleicht nicht ganz so gut. Wow. Man kann auf jeden Fall ziemlich viel Scheiß bauen. Man kann auch viele Easter Eggs und so finden, man kann sich über die Bugs freuen. Aber schauen wir mal. Ja, man kann übrigens auch so Leitern draufgehen. Und, ja, falls jetzt jemand fragt, ja, was ist überhaupt der Sinn von diesem bekloppten Spiel? Ja, dann kann ich darauf nur antworten, im Grunde gibt es keinen richtigen Sinn. Ja, hier ist dann irgendwie ein leerer Raum. Man kann Punkte machen und man kann versuchen, ja, seine Freunde dann zu übertreffen. Wow. Aber, mehr kann man dann auch großartig nicht machen, also oh. Okay, ja. Ja, das passiert öfter mal, dass man irgendwie alles kaputt basht und dann irgendwo festhängt. Also die Bugs gehören ja dann auch irgendwo dazu, wurde dann immer gesagt. Mit E kann man dann auch Sachen mit seiner Zunge anschlecken und die dann mitnehmen. Was natürlich total super ist. Aber gut, genug Ziegenspaß gehabt. Ja, was macht den Ziegensimulator eigentlich aus? Ja, eigentlich nur der Spaß, irgendeinen Scheiß zu bauen. Ich freue mich auf das Update im Mai, denn da kommt ein Split-Screen dazu, wo man dann mit seinem Kumpel zusammen zocken kann, an einem Computer. Und dann natürlich mit zwei Ziegen hier durch die Gegend watscheln kann. Wenn man vielleicht für die Zukunft auch Multiplayer einbaut, wäre das halt auch ziemlich cool. Die Community ist jetzt schon relativ aktiv. Es gibt sehr viele Mods, die man sich runterladen kann. Neue Karten. Auch offiziell werden neue Karten hinzukommen. Und das macht natürlich das Ganze relativ cool. Also. Ja. So eine Sachen hat man eigentlich am laufenden Band, dass man so irgendwas findet und dann total bekloppten Scheiß damit macht. Ja, es gibt auch sehr viele Spielereien mit der Physik des Spiels. Kann man jetzt hier zum Beispiel runterrutschen. Wenn man dann, ja, na gut. Ja, toll. Versuchen wir mal hier den Laster anzulecken. Das geht irgendwie nicht. Ah doch, nö. Doch. Ja, man kann auch einen riesigen Laster mit seiner Zunge anschlecken. Dann kann man hier auch noch mit dem Trampolin springen. Und voll tolle Stunts machen. Naja. Wieso schaffe ich es ja eigentlich keinen doppelten Backflip zu machen? Je öfter man hüpft, desto höher springt man dann am Ende. Die Musik ist natürlich auch unglaublich episch. Oh, jetzt bin ich aber hochgesprungen. Ja, man merkt, dass ich auch noch nicht so ganz raus habe, wie das Ganze funktioniert. Ja, was man auch sagen muss, wenn man sich jetzt so die Let's Plays anguckt, dann sammeln die natürlich viel coolen Stuff, den man so erleben kann. Ich zeige euch jetzt auch alles Mögliche. Man muss aber auch sagen, dass die Map jetzt von dem, was ihr jetzt so gesehen habt, nicht unglaublich viel größer ist. Also man kann zwar bestimmt ungefähr, würde ich sagen, 2 Stunden noch viel
oder auf jeden Fall eine Handvoll neuen Scheiß entdecken, wie zum Beispiel diesen mega coolen Roboter da, den ich aber noch nicht erreicht habe. Aber dann hört es auch irgendwann relativ schnell auf und dann ist man wirklich auf den Content, der im Workshop ist oder halt den die Entwickler noch nachliefern, angewiesen. Weil sonst hat das Spiel natürlich einen Großteil seines Reizes verloren, das muss man auch ganz klar sagen. Also, oh, ich wollte ihn eigentlich anlecken. Na gut. Ja, auf jeden Fall. Also es ist wirklich eigentlich nur eine Spielerei. Man kann eigentlich nur wirklich... Man merkt, dass es eigentlich kein Spiel war. Niemals dafür gedacht war. Es gibt total coole Easter Eggs. Wie ich ja schon erwähnt habe. Ich habe auch wirklich noch nicht alles gefunden. Und ich warte jetzt eigentlich gerade, dass hier der Gleiter hier nochmal vorbeikommt. Denn ich will mal auf den drauf springen. Oder ich will zumindest gucken, ob das geht. Vermutlich geht es. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den einbaut und dann man da nicht drauf springen kann. So ist er, wo ist er, wo ist er? Vielleicht kommt er. Ja, das wird er knapp. Ja, ja. Die Ziege auf dem Gleiter. Also es ist sinnlos. Es bringt einem auch nichts, so dass man jetzt hier drauf ist. Ich wüsste auch jetzt auch nicht, was ich jetzt hier Cooles drauf machen kann. Oh, ich glaube, jetzt stürzen wir ab. Nee, nee, nee. Okay, er chillt, während ich ihn hier... Da unten sehen wir... Mähdrescher. Müsste ja von hier vielleicht auf den... Auf den Dings da drauf springen können. Oh ne, das war viel zu früh. Ja, gut. Die Ziege ist natürlich auch unsterblich, ja. Da braucht man sich also keine Gedanken machen. Das Einzige, was halt passieren kann, dass man dann irgendwie am Ende mal doch zu sehr in der Wand oder so oder in der Decke festbackt und dann nicht mehr freikommt, aber kein Ding. Ja, die ganz coolen Sachen, also so ein paar ganz spezielle Easter Eggs möchte ich euch nicht zeigen. Ich möchte ja auch nicht unbedingt spoilern. Hui! So ein sinnloses Spiel, ja. Das Schlimme ist, dass man wirklich in den ersten Minuten nur feiern muss. Also, zumindest ich habe am Anfang echt sehr viel gelacht, vor allem, weil ich am Anfang die erste Zeit mit meiner Freundin zusammen gespielt habe und danach mit meinem besten Kumpel und... Oh ja, jetzt ist das Spiel gecrashed. Verrückt. Das ist mir noch nie passiert. Okay.